Du bist der Geist, der arbeitet mit diesen Programmen. Und wenn es gute Automatismen gibt, gibt es schlechte und umgekehrt. Das heißt, du hast positive Automatismen und negative. Ich könnte auch sagen, du hast sinnlose Automatismen. Zwangsläufig, wenn du sinnvolle Automatismen hast, muss es auch sinnlose geben. Und das ist immer wieder, wo ich zigfach gesagt habe, was ist ein sinnloser Automatismus? Wenn du mit irgendwas als Alter reagierst. Als was? Warum? Mit Ärger. Wenn du auf irgendein Bild, das in dir auftaucht, mit Ärger reagierst. Aha. Die muss eins klar sein, in dem Moment, wo du dich ärgerst. Was verändert dein Ärger an dem, was ist? Nichts. Warum fühlst du dich schlecht? Weil das, was ist, ist. Oder weil du das nicht damit einverstanden bist? Ja, was? Wenn dir ein Glas runterfällt, wenn du mit lauter Kratzer reinfasst, scheiße. Ja. Pass auf, der Kratzer tut dir nicht weh, weil du nicht damit einverstanden bist. Ja. Wer kennt es von euch nicht hier und jetzt ausgedacht, dass die wie aus dem Nichts plötzlich eine Zukunftsangst anfällt? Ne, Andreas? Wie aus dem Nichts kommt eine Zukunftsangst in die Ohren? Was ändert dir an dem, was jetzt ist? Ich weiß dir sagen, es ändert sich insoweit, dass du dich plötzlich wie aus dem Nichts scheiße fühlst. Ach, aber wie gesagt, vor was hast du eigentlich ein Problem? Dass du morgen um 10 Uhr kein Freibier kriegst? Morgen kriegst du, egal was ist, es kann morgen nichts passieren. Das ist immer unser Spaziergang. Ich sage immer, wenn ich meine Buben spazieren gehe, was ich auch immer mit Buben meine, ich mache da mal die Augen auf. Wir sind umgeben von einem unendlichen Frieden. Ist nicht alles super schön? Ja, das stimmt. Das Problem geht, wenn du das, was jetzt ist, sagst, ist es nicht jetzt schön? Haben wir ein Problem? Nee. Fällt uns an was? Nee. Sagt es mir, dann lasse ich es auftauchen. Es ist nur die Angst, dass das morgen nicht mehr so sein könnte. Das ist aber, ich treffe es nicht schon wieder mit einer geschwätzigen Logik hoch. Ja, so einfach kann man sich das ja nicht machen. Wie oft habe ich das schon gesagt? Ich sage, probier es doch einfach einmal aus. Wobei ich immer wieder so. Aber das ist nur sinnvoll, wenn du komplett deinen jetzigen Wählemechanismus losest. Wo? Zu diesen fünf Maschinen. Das fünfte es ist der Schiff mit vier Armen. Ja, dieses mit vier Armen. Sag mal was. Meister. Was ist der Grund? Habe ich es nicht schön gezeigt? Wo lacht jetzt mal? Ich muss jetzt mal meine Maschine. Das war das erste. Doch, ich bin Uhr. Kann ich jetzt nicht nachmachen? Dann nur sag mal, was ist denn hier? Nur, dass ihr das einmal sehen, wie das hier machen soll. Ihr müsst das nicht tun. Aber so auf immer die Einstiegsdrogen, ihr braucht eine Langentscheidung des Sinus. Ja, die habe ich, die Drogen. Das sind die zwei. Und was jetzt hier ist, wenn die angestrichen sind, das ist das schon. Pass auf, das geht jetzt nicht. Das ist nur die Verknüpfungen. Das ist, wenn du schaust, wie hängen die Wolle zusammen, das sind ja nur zwei Wörterbücher. Da sind Erklärungen drin, die da nicht drin sind, und da sind Erklärungen drin, die da nicht drin sind. Wenn die nicht reichen, ich habe so einen Stapel. Das ist jetzt hier, das ist jetzt ein wenig dicker, das ist jetzt in zwei Bänden. Was ich euch da zeigen wollte, wenn du zum Beispiel hier nur, muss ich mal Brille aufsetzen, ich bin ja blind wie eine Schildkröte. Das ist übrigens, das wäre jetzt, rate ich nochmal ab, wenn man ja nicht wirklich in die Tiefe geht. Was ist das? Schau das jetzt nur, wenn du jagst, das sind solche kleine Stellen. Das ist Erdfeind, da hast du Erdfeind. Da muss ich gucken, ich muss das findest du weder hier noch hier. Da geht das weiter, was ich eigentlich normalerweise den Leuten zeigen will. Das ist die Radix. Dass du also hier merkst, dass plötzlich eine normale Radix R über Seiten geht, wo das erklärt wird, was jetzt hier ist, dass du wirklich alle Bibelstellen und auch andere Bücher hast, wo hier dann immer verwiesen wird in dem Kontext, was hier sehr mühselig ist zum Lesen, weil die oft die Worte gar nicht herausheben. Du musst sehr genau lesen, was das bedeutet. Manchmal werden sie etwas fetter geschrieben. Schau, dass du jetzt hier überhaupt nicht... Bedeutet das neu, dann in Aramäisch, in Syrisch, in bla bla bla, in diesen ganzen Kontexten. Aber es ist immer, es platzt auf. Es gibt da noch einige andere. Darum sage ich, an denen haben wir sehr viel Spaß, wenn man lesen kann. Als normaler Mensch ist man total überfordert. Mhm. Weil du merkst es, wenn du reinschaust, dann kommen dann arabische Zeichen mit und dann nur Abkürzungen ohne Ende. Mhm. Darum sage ich immer, fang mit denen an. Genau. Aber was jetzt einfacher ist, das ist schon total tiefer und das ist noch tiefer, wenn du reinschaust, die zwei. Aber ja, es ist eigentlich wie das nur noch aufwendiger. Wobei auch hier wieder nur alle einzelnen nachschauen und dann eine Summe bilden. Da
Muss man nicht. Wie gesagt, am Computer immer wieder sage ich, Leute, wenn du am Computer sitzt, es muss aber ein Geist noch gewesen sein, der die Programme programmiert hat. Schaut euch rein, selbstverständlich. An meinem Zugang. Und was jetzt das Schöne ist, was hilfreich ist, und das zeige ich euch jetzt. Jetzt kann man mal meinen. Ja, jetzt könnt ihr jetzt. Ja, wenn jetzt das Problem. Oh, ich muss jetzt meinen Raum. Das ist meine Maschine. Oh, meine sieht genauso aus. Selbstverständlich. Das haben wir natürlich keine Dinge da. Das heißt, alles, was ich euch jetzt ganz zeigen wollte, mit kleinen Manuel in der Nacht, weil ich normalerweise brauche jetzt Google Ich weiß nicht, ob das geht, wenn man da neustecken. Ich weiß es nicht. Der wird nicht jeweils jetzt das Programm sehen. Ja, da ja, automatischer her. Ja, ne, müssen wir. Naja, schauen wir her, Setup installieren, nichts ausführen. Doch, oder vor uns auch. Ja, ist so, aber das macht er jetzt auf dem Stick mit drauf, das Programm. Und so ist es gut. Also intelligent dein. Alles ist, Maschinen sind intelligent. Zumindest logisch. Ja, ich zeige euch mal, wie man es jetzt macht. Mit dem Tier. Du hast das PIN, wo wir jetzt haben, das PIN, wo du hast, du musst auch beim Handy einmal der PIN eingeben für dich, wenn du den einfach hast. Ja, stimmt. Und das ist nichts anderes, wie nur, dass du ins Internet gehst und du brauchst den PIN und du hast zu dem Stick einen PIN angelegt und wenn wir einen PIN haben, aber wir machen einmal, ich mache jetzt einmal einen PIN, pass auf, für uns, machen wir einfach 1, 2, 3, das müssen wir 1, 2, 3, 4. 0850. 1, 2, 3, 4. Nein, das Tenach geht, wenn das installiert ist. Das machst du dir drauf, das geht ratzfatz. Kostet nichts, einmal runterladen, dann hast du es drauf. Das Tenach geht komplett ohne. Das ist also hier dann nochmal. Wenn du magst, das ist nochmal anders. Das wollte ich parallel laufen, weil das auch wichtig ist. Wenn du magst, dann kannst du jetzt hier mit Nummern im Hebräischen einzeln übersetzen, wobei aber die immer, wie gesagt, nur so übersetzen, wie es eh übersetzt ist, aber das ist trotzdem sinnvoll im Vergleich zum Tenach. Ich hätte euch bloß viele Sachen vom Internet zeigen wollen. Ja, ich auch. Das ist jetzt das Neue, wenn du die neuere Version hast, das hat ja bei dem Tenach früher, hat es ja diese Eberfelder nicht gegeben, das war nur so. Am Ende einfach. Und jetzt hat man einen Anhaltspunkt, wenn man sich nicht so auskennt. Ja, es ist immer, es ist das eigentliche Un, musst du nicht, das Wesentliche ist, wenn du Aleph Y drückst, ist die Einzelwortübersetzung. Und dann kannst du ein bisschen reingehen, wobei auch hier, alle Wörterbücher, egal welches du anfasst, sind alle unvollkommen. Ja. Und wenn du Übersetzungen machst, dann sag ich, du musst eigentlich in allen nachschauen. Ja. Ich mache euch hier mal ein kleines Beispiel. Ja, doch, das ist. Ich mache ein kleines Beispiel. Und das sind immer nur Anhaltspunkte. Das hier, was hier benutzt wird, ist das Klassische der Baumgärtner, das ist jetzt von Juden gemacht. Wie Juden das übersetzen und du musst rein in der strengen Ivre-Grammatik ist, was hier immer steht, wenn du Einzelteile machst, ist das erst einmal, was Juden machen. Was ein Musterbeispiel ist, wo ich immer gerne als Beispiel nehme, ist diese Radix 575. Die Radix 575 kommt in der Bibel hier über 700 Mal vor. Und in allen Wörterbüchern, in allen, das ist das Eigenartige. Das ist jetzt wirklich in allen Wörterbüchern, wenn du 575 nachschaust, je nach Wörterbuch heißt es Dachträumen, Wachträumen, vor sich hin fantasieren und so weiter. Es drückt eigentlich dasselbe aus. In allen Wörtern, oder Hesa, oder wie man es machen, Hose, wie man es aussprechen wollen. Das ist die Radix 575. In allen Wörterbüchern, das ist jetzt einmal in allen Wörterbüchern drin und wird immer eigentlich Dachträumen, Wachträumen, vor sich hin fantasieren, vor sich hin träumen, gleich beschrieben. Wenn du hier 575 einzeln übersetzen lässt, steht unter 575 plus dies, dieser, dieses. Das heißt, es wird nicht einmal so übersetzt, wie es in allen Wörterbüchern drin steht. Jetzt ist natürlich da das sehr Interessantes, weil nämlich 75 heißt dies, dieser, dieses und he als Vorsilbe ist ja der, die das Artikel, darum sagen die das, dieser, was eigentlich blöd ist, aber es heißt eigentlich doch dran. Und genauso ist jetzt hier eine Radix. Wir fangen ja gleich beim ersten an. Kommst rein? Ich bin drin. Du bist drin. Also passt auf, wenn wir jetzt diesen Tenach haben. Ja. Das erste, wenn du übersetzen willst, und das ist einmal, das, ihr müsst wissen, der Original, die Original-Tora sind die Zeichen zusammengeschoben. Ich erkläre das Beispiel schon, du bist nicht. Ach, das sind Kinder. Das ist die klassische Original-Tora-Rolle. Ist die Zeichen zusammengeschoben, es ist an manchen Stellen sind Lücken mit einem P und mit einem Samech dazwischen, ohne das genauer zu erklären. Und die Masora beginnt nicht nur, dass da vokale Zeichen dazukommen sind, wie man es aussprechen muss, sondern auch, wie man die Worte einteilt. Und ich
ich erkläre es in Du bist ich, ist dieses, dieses Beispiel, wo dann endet mit Elke kennt Melken. Dass ich einen deutschen Satz mache, wo ich sage, jetzt mit Vokale, dass du dir das vorstellen kannst, dass wir das zusammenschieben und jetzt kommt es, dass ich sage, sagst du mal, müssen wir es in Worte einteilen und dann kommt ja der Trick, dass du innerhalb von sieben, was geben die innerhalb von sieben Zeichen her und alle Möglichkeiten im Deutsch machst du aus und pass auf, lass den einfach stehen. Einfach, was jetzt hier ist bei dem Dennach, wir nehmen den ersten Satz und jetzt nur, was das Dennach hergibt. Und wie gesagt, wenn wir die Wörterbücher in die Tiefe gehen, wird es noch mehr. Das ist das sogenannte Beroschet. Ihr seht es soweit. Ja. Und jetzt ist es das im klassischen Sinn, das Wort jetzt da unten, das macht man übrigens beim Dennach, wenn das nicht, müsst ihr wie Alt und Y drücken. Ja, das ist ein Grüßchen. Alt Y. Nein, Alt Y, dass hier die Einzelwörter am Cursor-Übersetzung ist. Sonst hast du das nicht. Das ist die normale Übersetzung und da gilt jetzt immer, jede dieser Zahlen ist die Grundübersetzung von einem Wort. Das benutze ich überhaupt nicht. Alt Y. Ja. Mit TH. Hast du denn das Programm drauf? Also machen wir mal TH, reicht. Luria, Software, Bibelsoftware, Luria Version 3.3. Was ist denn? Drücken, installieren, zack, 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 geht ratzfatz. Ist doch schon, Download. Ja, installieren, anklicken, einfach anklicken. Wie, wo, anklicken? Dann musst du es ja installieren. Da drauf. Ordner, dennach, ja, Doppelklick. Ausführen. Jawohl. Ja, oh. Nee. Das passt schon, okay, weiter. Ach, so schnell. Weiter. Mann! Lass halt Zeit, keine Hektik. Ganz ruhig. Keine Hektik. Ohne Brille und, blinde führen, Das ist ein extrem komplexes Programm, das ich euch jetzt nicht erklären will, sondern nur, was die Grund, wenn man das interessiert. Mhm. Jawohl. Das ist übrigens jetzt auch hier die Sache, wenn ihr suchen könnt, die Holoarithmetik, wenn du lesen musst. Wenn ich sage, das 300 so und so für die Elohim oder das. Da kannst du alles überprüfen, weil das ein Rechner ist, der dir das alles raussucht. Schau, wenn ich jetzt, pass auf, ich mache einfach mal so, du hast die Holoarithmetik reingelesen, grob, ne? Grob reingelesen, genau. Pass auf, es ist wirklich, man muss sich interessieren, dass alles erklärt ist, aber kann ich euch auch zeigen. Und das ist wirklich nicht kompliziert, es ist nichts kompliziert, wenn du dich interessierst, es ist nur Füllung, du musst es auf dich wirken lassen. Aber viele schockiert sind, wenn du reingehst, siehst du die Tabellen. Und ich habe ja angefangen mit dem Satz x plus 1 ist neue Sektion. Da habe ich nicht weitergemacht. Mhm. Und dann hier, wo ich gesagt habe, mit meinem Apotheker, der dann schon, wenn der vorne sieht, der hat einen Horror vor Mathe, dann stürzt er ab und ich sage dann, Liebe, pass auf. Dir muss eins klar sein, das ist so Kindergarten, x plus 1, wenn du von vornherein zumachst. Mhm. Hör einfach zu. Du wirst nie frei werden, wenn du es geht nicht um Wissen, aber wenn du das nicht verstehst, weil du schon eine Ablehnung hast gegen die Formel. Form L ist die Form Gottes. Du hast eine Ablehnung gegen die Formel. Du musst wieder werden wie ein Kind, das auf alles neugierig ist, was es nicht kennt. Weil sonst selektierst du. Jetzt pass auf, diese einfache Formel x plus 1 ist neues x. Mhm. Ich schreibe das mal hier ganz kurz hin. Das hatte ich auch immer wieder. Pass auf, hör einfach zu und lehne ab. Stimmt wirklich. Du musst immer wieder, wo ich ältere, ich habe mit 80, 90 Jahren, die dann zu ihnen sagen, Mensch, Mathe ist ja voll geiles Zeug. Mhm. Ja. So alte Leute, weil die einfach zu ihnen sagen, wenn die mir das in der Schule so erklärt hätten, das ist ja so spannend. Mhm. Zu meiner Andrea sage ich immer wieder als Lehrerin, wenn du ein guter Lehrer bist, du bist in einem gewissen Maß ein Verkäufer von Wissen und die einzige Art, richtig geistreich zu lernen, ist, dass das, was du lehrst, die müssen gierig drauf sein. Ja. Und du kannst, wenn du es kannst, kannst du jeden Stoff so verkaufen, dass die gierig drauf sind. Mhm. Normaler Zustand bei Mathe oder einem dröden Stoff, denk dir Schule alle 45 Minuten, klingelt der Pausengang, dann wirst du feststellen, wenn du reinschaust, dass hier in den modernen Klassen, jetzt in unserem Alter haben wir das nicht so, aber probier es aus, dass die nach 30 Minuten eigentlich nur noch danach gehen, wenn klingelt es endlich, dass wir in die Pause können. Ja, ja. Wenn du ein guter Lehrer bist, dann hängen die dir an den Lippen und wenn es klingelt, betteln die dich, dass du weitermachst, weil die gar nicht in die Pause wollen, weil ihnen die Pause lang war. Ja. Ist so. Unabhängig vom Stoff. Und jetzt passt auf, x plus 1 ist neues x. Ist ganz simpel jetzt. X plus 1 ist gleich, mach jetzt das einmal x. Das ist mit c und wenn ich sage, das ist eine Iterationsformel, wenn ich das jetzt hinschreibe, wenn wir bei 0 beginnen, dann ist das ist eine ganz simple Formel. Dann ist das 1.
0 plus 1 ist 1. Und das x wird sofort zum neuen x. Dann hast du das 1 plus 1 ist 2. Ja. Plus 1 ist 3. Plus 1 ist 4. Das heißt, diese kleine Formel generiert die Reihe der natürlichen Zahlen, wenn ich bei 0 beginne, von 0 bis unendlich. Mhm. Der große Witz ist, da bewegt sich nichts. Mhm. Das, was passiert, ist erst, wenn ein Geist in die Formel, in diese Form Gottes sich einklingt und die durchdenkt, entsteht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und genauso primitiv ist die Formel vom Mandelbrot-Faktor. Der zwar auch, aber das ist minimal, es ist nichts anderes. Das müsst ihr jetzt nicht verstehen. Und ein bisschen, wenn man Mandelbrot-Faktor mal anschaut, das kann man jetzt hier machen, diese unendlich vielen Selbstähnlichkeiten, diese Apfelmännchen, die oberflächlich betrachtet immer gleich sind, aber die, wenn du das arithmetisch siehst, nur verschiedene Rechentiefen sind. Das generiert sich, diese farbenprächtige Dinge generiert sich aus so einer primitiven Formel. Da geht es natürlich dann im Quadrat, aber das spielt keine Rolle. Okay? Und jetzt ist es immer, dass man das natürlich umvariieren kann. Drauf? Ja, mach halt dann hier. Klick, klick, so. Wo denn? Starten. Wo ist denn Start? Na, das hast du installiert. Ja. Da geht's, wo deine Programme sind. Schau mal, zerst du mal da rein. Das musst du wahrscheinlich reinziehen. Schau mal ganz da oben, wie du siehst. Jetzt ist natürlich immer, das sind so Sachen, wo ich vorne, die haut euch alles auf den Desktop. Schau mal, Luria, wo ist puff, 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 da ist er. Schau mal. Zweimal klicken und schauen, was jetzt passiert. 341, siehst du, das ist es, 341. Ja, ich gerade 33 gelesen. Das kannst du durchlesen. Schau, jetzt hast du dasselbe. Jetzt ist es da ein wenig kleiner. Alt Y, jetzt hast du die Wort am Kürzer übersetzen. So, jetzt hast du dieselbe Ausgangsbasis wie ich. Schau. Na, endlich. Und jetzt passt auf. Das ist jetzt schlichtweg und einfach die Bibel, was man jetzt machen kann, wenn du zum Beispiel hier die Hologrammatik lesen tust. Mhm. Dann wollen wir mal ganz kurz einstarten. Oh ja, das ist gut. Oder die Holo-Arithmetik. Ich mache die einfache. Lass, brauchst du nicht öffnen, das reicht bei mir, hast du schon offen. Ich mache die große, kann man die großen nehmen. Ich mache nur beim Schauen die Holo-Arithmetik, dass wir hier reinfahren. Schau, wenn du jetzt da reinfährst, das reicht hier. Aha. Reimen wir mal hier in der Stelle, das ist, weil das hier ein kleines Beispiel. Pass auf. Die 355 zusammengesetzte Zahl, die wir erklärt, zusammengesetzte Zahl ist 441, wenn man das als Buchstaben schreibt, schau her, 441, das ist Emmet, ist die Wahrheit. Mhm. Jetzt gleich einmal, wenn du schaust, das Aleph als Vorsilbe gelesen, heißt der imperfekt, ich bin, ich werde. Gut. Und um das klar zu machen, die Hologrammatik, ich habe hier eine kleine Liste. Das sind die Elementar, die Andrea hat es einmal aufwendiger aufgeschrieben, aber das ist schon fast wieder zu viel. Das, was man eigentlich wissen muss, aber selbst das, du brauchst die Radixen, das ist nur, das ist klassisch aus Grammatik mit einem Beispiel, Besitzverhältnisse, schau her, Sus ist klar, Sus am Ende mit einem J heißt mein Pferd, ein Kaff am Ende heißt dein Pferd, ein Waff heißt sein Pferd, ein He heißt ihr Pferd. Jetzt habe ich hier ihr Pferd, schau her, ihr ist ja IHR, das heißt aber auch ihr Ihr Berg. Und das umgedreht, HRI heißt Gestalt und Natur laut Wörterbuch. Ich habe bloß die ganz einfache. Okay? Magst du mal bitte hier den Geometrie Explorer auf, wenn du bist doch im Internet. Ja. Dass du nur springst, mach es Internet parallel. Den Firefox, da, den hast du. Kannst du das mal schicken irgendwann? Ja. Ob ich kann, aber ich will, weiß ich noch. Schau her, pass auf, weiter. Suffix im Plural ist jetzt ein Waff am Ende. Du wirst merken, das kommt sehr voll. Und dann merkst du, wie unendlich brutal, das ist klassische hebräische Grammatik, wie unendlich brutal verkehrt auf die Bibel hingebogen wird. Aufgrund dessen, dass man das sehr relax nimmt. Jetzt sage ich immer wieder, du darfst alles, aber wenn du die einseitige Auslegung als Dogma verkaufst, was sehr oft, Elaik zum Beispiel, da kommen wir jetzt gleich dazu, nun war fast unser Pferd, Kof Mem heißt männlich, das gibt es bei uns nicht, euer Pferd und Kof Nun, du machst immer Mem ist immer mehr und Nun ist Existenz. Ja. Das heißt, wie das Meer, ich spreche zu Männern, euer Pferd. Wie Existenzen, ich spreche zu Frauen, weiblich, euer Pferd. Okay, Mem ist erst einmal männlich, ihr Pferd und Nun weiblich am Ende hast ihr Pferd, aber weiblich. Das ist wie bei den Zahlen. Im Hebräischen gibt es männliche und weibliche Zahlen, die wir im Deutschen ja nicht haben, wir haben 1. Ja. Und im Hebräischen gibt es eine männliche 1 und eine weibliche 1. Geometrie Explorer. Der hier, den hier. Der ist bei mir die Stadtseite. Ist
Bitte? Nur kurz, was ist mit männlich und weiblich? Pass auf, wir haben was im Deutschen... Den Mann... Richtig, das ist immer... Das gibt, pass auf, bei 1, es gibt männliche und weibliche Zahlen. Und das heißt also, wir haben ja nur 1. Aber im Hebräischen wird eine weibliche Zahl, Echad, oder 8, mit einem harten D hingeschrieben und die männliche 1, auch Echad, gesprochen mit einem weichen D. Wenn wir dann draufkommen, erkläre ich es genauer. Hier ist es immer wieder, ob das Pferd, ob ich jetzt männlich ihr Pferd, heißt ihr Pferd, Männer haben ein Pferd. Ihr Pferd, so geschrieben, heißt, die Frauen haben das Pferd. Das heißt, wir haben nur ihr, was männlich und weiblich gleich ist. Und es wird im Hebräischen, ob ich jetzt von Männern, die ein Pferd haben, oder von Frauen, die ein Pferd haben, wird es anders. Wir sind hier im Plural, okay? Jetzt ist es das Suffix im Plural. Die Endsilbe im Plural, weil ihr ist ja Mehrzahl, Plural. Okay? Jetzt haben wir Nomen XXX durch Suffix, auch Plural werden, Suffix im Singular und im Plural. Und jetzt ist, das ist, oft steht in der Bibel Penny, das heißt mein Sohn, schau, und Penny, also Susi, heißt mein Pferd, und das heißt auch meine Pferde, und die übersetzen das mit meine Söhne, wird gleich geschrieben, da kommt jetzt, das ist nur, das wird anders ausgesprochen. Rein in der Bibel steht zum Beispiel Penny, und jetzt wird sehr oft übersetzt mit meine Söhne, aber dasselbe, wenn man es wieder anders ausspricht, ist mein Sohn. Im Prinzip, lass es mal mein Sohn. Ich habe das reklamiert, weil das ist immer wieder, weil man jetzt eine Vielheit macht. Es gibt nur eine polare Existenz. Und genauso ist es hier, wenn man es anders ausspricht, das lassen wir hier weg, ist mein, kann auch hier so gelesen werden. Ich lese von der, spreche von der klassischen hebräischen Grammatik. Ich, diese Endung ist ganz interessant, dass deine Pferde. Wohlgemerkt, Sus ist Einzahl und durch die Ich-Endung wird jetzt das Sus zu Mehrzahl. Verstanden? Wie im. Ja. Und jetzt kommt sehr oft steht in der Bibel Ella, Ich. Und es wird dann übersetzt, sagst du mal, mit dein Gott. Und das ist grammatikalisch absolut verkehrt, kann ich euch viele Stellen zeigen, weil wenn du hast, hast du es Ella, wenn ich Ella als Gott übersetzt, aber Ella heißt ja nicht Gott, sondern es heißt einmal Beschwörungen, es heißt deine Beschwörungen. Manchmal übersetzen wir jetzt mit deinen Göttern, aber Ella ist in jedem Wörterbuch Beschwörung und Ella Ich heißt dann deine Beschwörungen. Und dann wirst du merken, dass der Kontext plötzlich einen unheimlichen Sinn macht. Es wird immer für dich so sein, wie deine eigenen Beschwörungen das in dir aufwerfen. Darum ist auch das El Hayom. El Hayom heißt Gott, das Meer, was jetzt keine Filter ist, ist eins, das was immer ist. Das ist das El in deinem Kopf, wo sich alles befindet. Und erst wenn du es dir auseinander denkst, räumlich und zeitlich, denk an die Erdkugel, an die 1000 Jahre, dann, und das machen aber deine Beschwörungen, dann habe ich El Hayom, die Beschwörung des Meers. Yom Yom. Okay, Iha ist ihre Pferde, Iwaf ist dann seine Pferde. Das habe ich sehr oft in Einzelteilen. Iwaf ist immer seine und das Vorgehende wird dann Plural. Und dann haben wir nochmal hier nochmal unsere Pferde. Du machst immer männliches mit Mem und weibliches mit Frau. Das war die kürzeln immer, du, eigentlich reicht, wenn du dir die Grundradix anschaust und das ergibt sich dann eher aus dem Kontext. Was dann noch wichtig ist, ist dieses klassische Imperfekt. Alef als Vorsilbe abgetrennt heißt ich. Imperfekt eigentlich, ich werde töten, und wenn der die Hologrammatik gelesen hat, dass das imperfekte Form nicht nur heißt, ich werde töten, ich töte, sondern ich kann töten, ich soll töten, ich darf, all diese ganzen Formen, habe ich hier ein ganzes Ding, wenn der Hologrammatik gelesen hat, ist alles im Hebräischen, wird es nicht unterschieden. Ich werde, ich kann, ich soll, ich darf töten, ist immer nur Aleph Blau. Kannst du auslegen, wie du willst. Darf an Vorsilbe heißt du, okay? Und jetzt ist es mit Taf, Vorsilbe mit an Iamin, hast dann du, ist dann zweite Person weiblich, J ist dann er oder es auch, das ist immer diese Vorsilbe, Waf, J hast immer und er oder und es, Waf, J ist immer und er und es, was merken, kommt ja unendlich oft in der Bibel vor, kann aber auch Taf als Vorsilbe sie bedeuten, wird nur anders ausgesprochen, das heißt sie ist wie du. Schreibt sich komplett gleich, kann ich als du oder sie machen, aber dein du, das du Geist dir ausdenkst. Ich sage immer wieder, die erste Person ist eigentlich keine Person, sondern Geist. Und in dem Moment, wo ich an mich denke, ist mein erstes Gegenüber, mein erstes du, ist eigentlich meine sie, meine Frau, das Weibliche. Dann sage ich immer wieder, mach dir klar, ich spreche jetzt mit deinem Geist, unabhängig davon, ob du eine Maske eines Mannes oder einer Frau trägst.
Ich habe viele Bärchen, wo die Frau sich total interessiert für Holofeeling und der Mann nebenher läuft. Dann sage ich immer wieder, der Geist, der jetzt sich für sich selbst interessiert, das ist der Mann und er trägt die Maske einer Frau und dein Mann, der eigentlich die Frau ist, trägt die Maske eines Mannes. Prima. Weiter nur logisch und umgekehrt. Okay? Ja. Das sind jetzt hier Mehrzahlformen taft, dann nun die Mehrzahlformen ihr tötet und imperfekt, das ist eigentlich eine kleine Tabelle. Das sind die einzigen Dinge, wenn man das nachschauen will. Und dann habe ich hier noch Bi in mir. Dann in dir, Kaff am Ende. In ihm, Waff. He ist immer in ihr. Und da merkst du immer Bi, Waff, Bi hier. In uns, das wieder weiblich. Komm, in euch, Kem. Das sind jetzt, das ist ein kleiner Auszug aus der Hologrammatik, weil dieses Behama, das sind nämlich die Tiere, das sind die Haustiere, das in der Schöpfungsgeschichte kommen die Behamas vor. Und das, was ich jetzt hier erkläre schon, das B als Vorsilbe abgetrennt. Du kannst jetzt das da mal, BH heißt ja in ihr und Ma heißt ja was, in ihr ist was. Jetzt pass auf, das heißt das da mal Tiere, da werden Tiere erschaffen. Es gibt verschiedene Wörter für Tiere. Aber die Schöpfungsgeschichte, weil das immer übersetzt, musst du schauen, das sind einmal die Chit zum Beispiel, die Lebewesen, Chit, ist auch das hebräische Wort Chit, die Kollektion von Lebewesen. Und dann gibt es diese Behama, und was das genau ist, pass auf, B als Vorsilbe weg gemacht, dann haben wir H im H, und das ist ein Eigenwort. Schau mal, gib mal H in H ein. H im H. H im H. Gut. Was steht da? Selbst und sie. Schaut, das ist jetzt das, was hier im Wörterbuch drin ist. Wenn du im Langenscheid nachschaust, macht sich immer einer die Arbeit, dann heißt es hier Brummen, Rauschen, Brausen, das Brausen von Wind, das Dosen von Meer, Brummen, Brillen, Wietschen, Muhen, Miauen. Das hast du wirst merken, wenn du die ganzen Wörterbücher schaust, dass mit H im H einfach irgendwelches Erzeugen von Geräuschen entsteht. Ob ein Wind pfeift, ob ein Meer tost, ob ein Tier brüllt, brüllt, braut, miaut, das heißt Tiere. Und jetzt ist ganz einfach diese Behama, was immer als Tiere übersetzt wird, das ist jede Erscheinung, die in dir auftaucht, die Geräusche erzeugt, aber nicht was die Geräusche bedeuten. Das heißt, eigentlich jeder normale Mensch ist so ein Tier, weil der Geräusche ausstößt. Und in keinster Weise was die Geräusche erzeugen oder was die ihn immer auslösen. Weil kein Materialist geht davon aus, dass das Wort, die Geräusche, die er macht, eigentlich aufgefächert die ganze Vorstellung hat. Das sind die Tiere, das ist diese Form von Tiere. Könnte ich jetzt schauen, was für Arten von Tiere gibt es und erkläre ich dir, dass das erklärt wird und jetzt schau mal, was ich mache. Das heißt, zuerst einmal grammatikalisch in ihnen und durch sie. Ich könnte jetzt, die Grundlage ist rein eine Wörterbuch Gesenius Grundgrammatik, was mehrere Bücher sind, okay? Ja. Ja. Bei Männern heißt es übrigens dann BM und BHM, weil das immer mit M, N ist bei Männern. Aber jetzt pass auf, Ben, BHN und BHNN ist in ihnen durch sie die Frauen. Okay? Und jetzt erkläre ich das da auch nochmal. Pass auf, dieses Behama bedeutet in ihnen, männlich, den Männern, aber auch in einem Geräusch laut Behama von Vieh und Gedier. BHN bedeutet in ihnen, übrigens HN ist auch immer siehe da, wohin fokalisiert heißt es Daumen, das klingt fast wie Damen und Dämonen. Daumen. Da kann man wieder aufhängen, ist das Wissen von Gestalt gewordenen Existenzen. Die Dämonen im Griechischen sind Schöpferkräfte. Ja. Das Wort Dämon ist überhaupt nichts Negatives. Nee, ja. Erst wieder in neuerer Überlegung heißt es Schöpferkräfte. Ja. Das ist jetzt hier dann diese Endungen. Li, da haben wir wieder dasselbe. Mir zu mir, Kaff zu dir, zu ihm. Ihm zu ihm, das sind nur diese paar Seiten, die Grundradixen, die habe ich hier rausgeschrieben. Ihr müsst kein Hebräisch lernen, ich sage das immer wieder. Ihr werdet merken, dass das, wenn man sich dafür interessiert, dass im Klassischen immer wieder die Neugier, was jetzt hier wichtig ist, dass jetzt da zurückkommen, die Wahrheit. Emet bedeutet Wahrheit, jetzt imperfekt gelesen, ich werde sterben. Ja. Weil nämlich Mod, unter anderem sterben, tot, total, aber es die Erben. Habe ich ja schon gesagt, Erwecken von polaren Existenzen. Das Erwecken eines Sohns kann ich auch lesen, aber mach Erwecken von polaren Existenzen, dann hast du das. Von Augenblick zu Augenblick. Okay? Tod. Immer wieder. Jetzt ist hier, jetzt habe ich diesen Wert, wo ich jetzt schreibe, 355 durch 113 ist das Pi.
Okay? Und jetzt kommt das 355. Wort in meiner Bibel, ist das 30. Elohim. Licht. In der Tora. Und das kannst du jetzt mit dem Tenach machen. Schau mal den Satz an. Das 355. Wort in... Jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir... Das zeige ich dir kurz. Natürlich wird es jetzt vorbeirauschen. Ja. Du hast hier extrem aufwendige Programme. Du kannst nach Texten, nach Wörtern suchen, wenn du das Plus aufmachst. Das könnt ihr euch jetzt eh nicht merken. Ich zeige euch nur. Wir schauen jetzt das da mal. Da kannst du nach Wörtern, Anfang, Schlussbuchstaben unendliche Sachen machen. Ja, das muss ich. Aber die einfachste Sache ist, wir geben jetzt Elohim ein. Mhm. Übrigens, da muss ich das da du belegen wissen, oder du, weil das anders ist, wie ich schreibe. Mhm. Okay, und jetzt in der Grundsache Standardsuche nach ganzen Wörtern suchen. Du wirst merken, bei vielen Radixen, es ist auf jeden Fall hier Waff, J und Hes anzuklicken, weil zum Beispiel, wenn du jetzt suchst nach Ben, nach Sohn, und du gibst Ben ein, such dir wirklich nur, wo Ben steht. Oft steht aber Benny, mein Sohn, oder Haben, der Sohn. Mhm. Und wenn du dieses He, J und Waff, dann such dir überall, wo Ben steht, aber auch wenn mein Sohn, also Benny steht, oder der Sohn, zählt er das mit als Ben. Wenn du nur Ben gibst, such dir nur die Grundradix. Mhm. Da bei Elohim immer nur, es steht nicht der Gott, sondern immer nur Elohim. Und wenn du das jetzt das da mal anklickst, schau, ich habe das nur eingegeben, wie ratzfatz das geht. Jetzt zählt ihr hier in der Tora 228 Mal Elohim. Und die werden jetzt nacheinander, das erste, das zweite, das dritte, ist völlig aufgelistet. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt schau mal einfach, was hier in der Ding steht. Das 355. Wort in meiner Bibel ist das 30. Elohim. Ja. Jetzt pass auf, jetzt gebe ich als aller... Das können wir jetzt mal überprüfen. Das heißt, wir suchen jetzt hier einfach das 30. Elohim. Ja. Siehst du? Das ist in 1 Mose 1,28. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Jetzt kannst du gleich lesen. Das ist Eberfeder und Gott segnete sie. Das klicken wir jetzt einmal an. Dann ist der, wird hier rot rausgestellt, der Vers. Und jetzt, was jetzt passiert mit dem Cursor? Wenn du über ein Wort fährst, geht so ein Feld auf. Das kann man einstellen. Ja. Und in dem Feld, pass auf, ich mache mal hier genau jetzt das Waff. Mhm. Erster Buchstabe. Und? Kann man dann bei Bereshit machen. Und jetzt heißt es, sagst du mal hier, Zählwert 326, das ist der Gesamtwert von dem Wort. Mhm. Okay. Und da unten kommt, pass auf, dieser Buchstabe, kommt dieses Wort, kommt zum x-ten Mal, das heißt zum ersten Mal von 7 Mal, das heißt genau diese Kette kommt 7 Mal in der Tora vor, das ist das erste Mal, dass es auftaucht. Okay. Das ist der 1278. Buchstabe, dem ich jetzt die Maus bin. Mhm. Okay? Ja. Von 304.805 Buchstaben, und es ist das 324. Wort von 79.976 Wörtern. Ja, nun, und nun? Na, pass auf, das muss gar nicht. Darum geht's. Ich will dir nur zeigen, wenn ich jetzt einen Buchstaben weiter rüberfahre, das ist nur Zählen. Das ist nur Tora ist Zählen. Ja. Wenn ich eins rüberfahre, ist es dasselbe Wort, aber der 179. Buchstabe, das ist jetzt dann praktisch hier der 80., 1280., der 80., immer noch im selben Wort. Und jetzt haben wir das Elohim, und wenn ich jetzt da drüber vor, dann stelle ich fest, das ist das 355. Wort. Ja. Und was wir gerade festgestellt haben, das 305 ist das 30. Elohim. Ja. Von vorne gezählt. Mhm. Okay? Ja. Verstanden das Prinzip? Und jetzt schreibe ich ganz einfach, jetzt hört zu. Das 355. Wort haben wir gerade festgestellt, in der Bibel ist das 30. Elohim in der Tora. Ja. 355 ist Shin Nun He, das bedeutet schlafen, wiederholen, lernen. Mhm. 355 symbolisiert logisch existierende Wahrnehmung. Mhm. Deine Logik wiederholt sich so lange, bis du sie durchschaut hast, und das passiert in einem Schlaf, weil du hier und jetzt permanent immer wieder was aufwachst. Das ist das Verrückte, solange du was nicht durchschaut hast. Darum ist das Erste, wenn du jeden Morgen wach wirst, zeitlich gesprochen, ist das, was du ich nennst, weil das offensichtlich für dich das Wichtigste ist. Mhm. Darum wiederholt sich das als allererstes. Dann kommt deine Wohnung, dann kommt deine ganze Logik. Wenn du dich, wie ich immer sage, überhaupt nicht mehr wichtig nimmst, dann löst es sich auf, weil für dich nur das, was für dich von Interesse ist, sich permanent wiederholt. Mhm. Ja. Und Interesse hat jetzt Plus und Minus. Alles, was du glaubst, was wichtig ist, und alles, was du willst und was du nicht willst. Mhm. Was du merkst, dass das, was du nicht willst, sich sehr viel hartnäckiger noch wiederholt wie das, was du willst. Weil nämlich, solange ich einen Feind bekämpfe, ist der Feind, den ich bekämpfen will, da, würde mir dir total am Arsch vorbeigehen. Ist er nicht mehr da. Ich kann dir als Paracelsus erkläre ich schon, dass die beste Medizin, wo es gibt, dass du gleichgültig wirst. Denk an mein Beispiel mit dem Leberfleck. Würdest du gar nicht reagieren? Ja. Es ist so eine oberflächliche Erscheinung wie ein Mückenschiss. Ja. Aber weil du auf Resonanz gehst und Angst kriegst, schaukelst du dich in ein Denkding auf, ein Bild, das wiederholt sich, schaukelst du dich immer mehr rein. So
funktioniert ein Geist. Probier es aus und dann wirst du feststellen, um das auszuprobieren, wirst du immer mehr von deiner bisherig nachgebabberten Logik loslassen müssen. Okay? Jetzt pass auf, lasst das auf euch wirken.